Wie war denn die Veranstaltung? Sehr gut. Wirklich sehr gut. Ich bin sehr überrascht, wie gut das vorbereitet wurde, wie gut das durchgeführt wurde. Jede kam zu Wort und alle Ideen wurden aufgenommen. Ich bin sehr gespannt, wie dann nächstes Mal alles präsentiert wird. Was war denn die ungewöhnlichste Idee? Oh Gott, das kann ich schlecht sagen. Ungewöhnlichste Idee. Vielleicht war es Wasserturm, dass man diesen Namen ändern sollte. Und man sollte dort vielleicht andere Namen geben. Vorschläge sind auch da, aber das darf ich wahrscheinlich noch nicht verraten. Das ist der Herr Lelek. Ja. Er hat sich also wirklich sehr viel Gedanken gemacht. Ich bin begeistert von seiner Idee. Was waren denn Ihre Ideen diesmal? Meine Ideen? Oh, das war, ich habe hier einen PowerPoint-Vortrag vorbereitet, den konnte ich natürlich noch nicht hier unterbringen, aber der ist wohl irgendwie gut angekommen. Ich habe hier an verschiedenen Tischen gesessen und ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon veröffentlichen können, aber da sind interessante Vorschläge drin und ich finde, ich bin von meiner Arbeit eigentlich begeistert. Wie war es heute? Wunderbar, habe ich hier nur gefreut. Warum? Also wunderbar. Ich bin gespannt hier, welche Ergebnisse wirklich rauskommen bei der Vielzahl der Themen, die hier besprochen worden sind. Ich hoffe, wir haben positive Entscheidungen. Was war denn die beste Idee Ihrer Meinung nach? Ja, viele gute Ideen. Wie gesagt, es gab hier einen Arbeitstitel für den Platz am Wassertor. Der ist jetzt mehrheitlich, glaube ich, umgenannt worden in Röntgenplatz. Viele neue Ideen entwickelt wurden, die einzelnen Probleme angegangen worden und positiv angegangen worden. Es wird was für eine NFP bewegen und was Positives. Und kein Streit zwischen Pro-Doc und Contra-Doc? Nein. Die Streitereien sind wahrscheinlich vorbei. Hoffen wir es. Positiven Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, in den verschiedenen Arbeitsgruppen mitzuwirken. Wir haben heute nicht mehr über das Ob gesprochen, sondern über das Wie. Es waren sehr viele konstruktive Vorschläge dabei, die auch Spaß gemacht haben. Und ich bin mir sicher, wir haben jetzt 60 Befürworter mehr. Herr Beckmann, wie war denn die Initiative der Bürger? Wie haben Sie sich eingebracht, die Bürger? Sehr lebhaft aus meiner Sicht. Also an allen Tischen ist sehr lebhaft diskutiert worden. Ich glaube, das war auch insgesamt sehr konstruktiv. Es hat hier keiner versucht, irgendwas zu torpedieren. Man hat konstruktiv mitgearbeitet. Man hat eine Meinungsvielfalt. Ich glaube, man hat an keinem Tisch eine einheitliche Meinung gefunden. Vielseitig, sehr konstruktiv, sehr lebhaft. Und ich denke, da kann das gut was werden. Wie ist denn Ihr Eindruck? Ein sehr guter Eindruck. Also es ist sehr interessant heute Abend hier gewesen. Es hat mir sehr gut gefallen. Und ich war vorher etwas skeptisch, ob sich alle so einbringen, wie man sich das wünscht. Aber ich muss sagen, es ist ein sehr guter Abend und die Zeit ist sehr schnell vergangen. Und interessant ist auch die Vielzahl, die zusammengetragen wird. Vielzahl der Ideen. Der Ideen, auch wenn das manchmal gegenteilig ist. Und die einen haben gesagt, der Harzpark muss so bleiben, wie er ist. Und die anderen sagen, wir müssen ihn mehr belegen mit Spielplatz und solchen Sachen. Also es ist wirklich ein interessanter Abend. Und was hat Ihnen am besten gefallen, allen Ideen? Mir hat also sehr gut gefallen, dass man sich auch Gedanken macht, wie man die Plätze innerhalb Lennep beleben kann. Wir haben also gar nicht an den Plätzen, wo ich jetzt gesessen habe, vom DOC gesprochen, nur hintergründig. Und wir haben darüber gesprochen, wie machen wir das, dass wir die Menschen, die also zum DOC kommen, auch nach Lennep rüberleiten können. Und wir haben darüber gesprochen, wie können wir die vakanten Punkte im Röntgenmuseum, Tuchmuseum mehr in den Vordergrund rücken, damit also da auch die Besucher hingehen. Und was ich ganz interessant fand, war der Vorschlag einer Bimmelbahn vom DOC abfahrend durch Lennep und all diese markanten Punkte abzufahren, damit Kinder, die das sehr gerne machen, damit fahren können mit ihren Eltern, wo die Kinder ihren Eltern sagen, wir möchten da gerne mitfahren. Und natürlich auch die älteren Menschen oder auch behinderten Menschen, die nicht so einfach vom DOC zum Röntgenmuseum laufen können. Aber doch denn mit so einer Bahn dahin. Uns heute Abend hier war natürlich insbesondere die Themenstellung und die Diskussionsrunde zum Einzelhandel sehr wichtig. Wir müssen unbedingt zusehen, dass die Mitglieder, die wir vertreten hier als Werbegemeinschaft, als Marketingrat, dass die nicht Opfer werden dieses übermächtigen DOC, Opfer werden der vielleicht übermäßigen Konkurrenz durch das DOC, sondern wir müssen hier
durch Gespräche und durch entsprechende Anregungen auch die Interessen vertreten, eine Lobby bilden. Und der Walzer ist hier von McArthur Glenn natürlich auch flankierende Maßnahmen da besprechen. Der Herr Walzer hat schon gesagt, dass er auch bei Lendl Offensiv selbstverständlich mit seinem Projekt Mitglied werden wird. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, auch gemeinsam die Dinge hier am Standort zu entwickeln. Da freue ich mich drauf. Das ist eine schwierige Aufgabe für uns, aber auch eine tolle Möglichkeit, wirklich eins zu eins mit dem Investor auch hier den Standort für den Einzelhandel über das DOC hinaus zu entwickeln. Herr Walzer, wie ist Ihr Eindruck von der heutigen Veranstaltung? Ich fand das eine sehr gelungene Veranstaltung. Also es sind viele Dinge vorgebracht worden, die möglicherweise im kleinen Kämmerlein, wenn sich eine Person alleine oder eine kleine Gruppe mit dem Thema beschäftigt hätte, sicherlich nicht vorgebracht worden wären. Also insofern sind tolle Ideen, interessante Anregungen gekommen und ich bin von dem Ergebnis überzeugt, dass hier am Ende ein sehr gelungener Entwurf draus wird. Fazit. Klasse Veranstaltung. Bürgerbeteiligung, keine gespielte, sondern echte, weil wir Menschen eingeladen haben, die einen ganz engen Bezug zu Lendl haben, aus ihren einzelnen Funktionen heraus, sei es als Politikerin oder Politiker, sei es als Vereinsvertreter. Ich habe die Thementische beobachtet und habe gesehen, wie intensiv diskutiert worden ist und das wirklich über einen langen Zeitraum. Wir wollen ja die Ergebnisse der heutigen Runde am 12. April erneut vorstellen und dort weiter diskutieren. Ich wünsche mir sehr, dass die Menschen hier in Lennep erleben, dass es wirklich echte Beteiligung ist und dass wir das, was wir dort zu Ende diskutieren, dann als Pflichtenheft bekommen für die nächsten Jahre, für die Weiterentwicklung des Stadtteils. Das DOC ist ganz wichtig, aber die Impulse sind sehr viel weitergehend als nur die reine Verkaufsfläche. Ich wünsche mir sehr, dass wir wirklich damit den ganzen Stadtteil neue Impulse setzen können. Das können wir nicht aus dem Rathaus heraus,